Das WB-Gespräch von Willi Sauer Bott wird Ihnen präsentiert von der Mobiliar Generalagentur Willi Sauer Entlebuch, der Raiffeisenbanken aus der Region, der GUT AG Gebäudetechnik und der Swiss Chrono AG in Menznau. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum WB-Gespräch, einem Monatsinterview von Willi Sauer Bott. Der 31. Mai 2021 war ein Tag der Erleichterung für die Gastronomie. Die Innenräume der Bars und Restaurants haben wieder aufgetan. Später kam noch die Zertifikatspflicht, aber schliessen musste man nicht mehr. Aber wie geht es der Gastronomie ein Jahr nach der Innenraumöffnung? Zum WB-Gespräch darf ich heute begrüßen Sandra Zettel, Wirtin vom Löje zu Grosstietu und Präsidentin von Gastro Luzern Region Willisau. Herzlich willkommen, Sandra Zettel. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Ja, schliessen, teilweise wieder öffnen, Terrassen auftun, nachher Zertifikatskontrolle. Es war eine bewegte Zeit für die Gastronomie in den letzten zwei Jahren. Welches Ereignis ist Ihnen am meisten in Erinnerung geblieben? Also ganz stark in Erinnerung geblieben ist sicher jetzt der erste Lockdown. Wer hat das für möglich gehalten, dass so etwas passieren kann, dass so etwas wird eintreten in der Schweiz? Dann nach der ersten Öffnung wieder vom ersten Lockdown, dass noch ein zweiter folgt. Das war also fast unglaublich für uns. Da waren wir auch ein bisschen in Schockstarre gewesen, natürlich. Und ja, sind jetzt ein Jahr später. Sie haben nochmal die verschiedenen Phasen angesprochen. Im Herbst und Winter war auch besonders die Zertifikatspflicht noch mal ein Thema. Das ist dann im Februar von diesem Jahr auch Geschichte geworden. Gehen jetzt bei Ihnen im Löje zu Grosstietu noch die gleichen Leute ein und aus? Ja, wir dürfen wieder auf viele Stammgäste zählen, viele Freunde und Familie, die uns unterstützen. Wir haben aber auch gemerkt, es hat viele neue Gäste gegeben. Ich glaube, sie haben während dem Lockdown ein bisschen Zeit gehabt, um die Schweiz zu googeln, sage ich jetzt einmal. Um mal zu schauen, was gibt's noch sonst außerhalb so ihrer Reichweite oder mal ein bisschen weiterzufahren oder mal einen Ausflug zu machen. Und ich glaube, das merken wir eigentlich sehr gut so ein bisschen bei uns im Kanton Luzern oder im Luzerner Hinterland. Also es kommen auch Gäste von auswärts. Ja. Sind es denn heute weniger oder mehr als vor der Pandemie? Also im Moment ist es so ein kleiner Run. Ich glaube, von allen Seiten. Was uns sehr, sehr glücklich macht natürlich auch, dass sie uns wieder so toll unterstützen und die Solidarität einfach wirklich enorm gross ist. Ja, ist ganz toll. Wie gross war die Angst davor, dass vielleicht eben weniger Leute kommen oder sie in Vergessenheit geraten sind in dieser Pandemiezeit? Ich glaube, da haben sich sicher alle Einzelnen ein bisschen Gedanken gemacht. Bei uns hinten war es nicht ganz so schlimm. Wir hatten ein Takeaway-Angebot. Wir waren also so auch immer in Kontakt mit unseren Gästen. Und wir haben auch dort wieder riesen schöne Sachen und Geschichten erleben durch ein Takeaway, das wir ja eigentlich gar nicht gekannt haben vor der Pandemie. Dass wir das jemals machen würden, hätten wir nicht gedacht. Aber auch dort eine riesen Solidarität und immer wieder den Kontakt zu Gästen, wo wir behalten konnten. Wo wir wieder aufgetan haben, wo einfach alle wieder da waren. Ja, wo wir auch immer ein Gespräch hatten während der Schliessung. Ja. Am 17. Februar ist eben auch die Zertifikatspflicht abgeschafft worden. Haben Sie dieser Sache getraut oder haben Sie gedacht, oh, vielleicht ist es doch noch nicht so vorbei? Eigentlich überhaupt nicht. Nach so langer Zeit Zertifikatspflicht und so vielen Massnahmen, die wir hatten, und dann quasi über Nacht nicht mehr oder praktisch nicht mehr, haben wir eigentlich zuerst schon ein bisschen Gedanken gemacht, kommt das gut, plötzlich alles weg? Oder haben wir in zwei Wochen wieder Zahlen hier oben und müssen dann wieder Massnahmen ergreifen? Aber es ist gut gekommen. Mhm. Betroffen waren ja natürlich nicht nur Gäste, sondern auch ihr Personal, das eine schwierige Zeit durchgemacht hat. Was hat es jetzt bedeutet für Gastronomieangestellte, dass sie ihren Beruf wieder in vollem Ausmaß ausüben können? Wir haben uns sicher alle darauf gefreut. Absolut. Wieder einfach die Gäste dürfen zu bedienen, die Gäste dürfen glücklich zu machen, wieder Gäste um uns herum zu haben, wieder auch im Team, das ganze Team am Arbeiten haben, also wieder alle beieinander zu sein, so eine Familie zu sein, das ist schon eine Aufwertung wieder für unseren Beruf, total. Ist das Familiengefühl in der Pandemiezeit stärker geworden oder wie haben Sie das aufrechterhalten können?
Ja, sicher. Mir ist ein bisschen näher zusammengerückt, halt auf Distanz, halt irgendwie mit dem Telefon oder so, was wir öppe gemacht haben. Aber sonst, wir sind schon füreinander eingestanden. Ja, absolut. Wir haben einander aufgebaut. Wir konnten nicht mehr in dem Ausmaß arbeiten, wie wir es gewöhnt waren. Der schlimmste mögliche Ausgang ist natürlich, dass man die Beiz zutun unter Umständen. Ist das jetzt in der Region Wilisau viel vorgekommen? Die Schliessung nach der Pandemie ist mir jetzt gerade so wirklich nicht bewusst bekannt. Aber es gibt sicher die eine oder andere Schliessung, so ein bisschen altersbedingt. Nachfolger, die sie suchen, wo ich jetzt ein paar Jahre weiss, wo ein Nachfolger gesucht wird, was sicher nicht einfach ist. Weil jede Schliessung bei uns auf dem Land ist sicher ein riesen Verlust. Haben sich denn vielleicht auch Angestellte umgeschaut? Gibt es noch eine andere Branche, wo man vielleicht diesen Schwankungen und diesen Massnahmen weniger ausgesetzt ist? Ist Ihnen da etwas bekannt? Absolut. Ich denke, da war fast jeder Betrieb betroffen von diesen Schwankungen oder von diesen Abgängen, wo sicher ein paar gegangen sind. Absolut, ja. Was machen Sie heute in der Gastronomie, um vielleicht auch neue Leute in die Branche zu holen? Wir haben jetzt gerade Quereinsteigerkurs von Gastro Luzern angeboten, wo eine ganz spannende Geschichte ist, jetzt noch bis zum Sommer, wo sehr gut ausgebucht waren. Und dann probieren wir natürlich auch attraktive Arbeitszeitmodelle, wo man sich vielleicht ein bisschen anpassen muss. Was man jetzt länger mehr gehört, ist da die Viertageswoche. Ob man das umsetzen kann oder nicht in einem KMU-Betrieb oder in einem Kettenbetrieb, das muss jeder Betrieb für sich selber organisieren können und auch mit dem Team das absprechen. Wie wollen wir arbeiten? Wie ist es möglich zu arbeiten? Oder wie können wir alles aufrechterhalten? Einfach im Team. Mit dem Team. Man probiert hier also auf die Bedürfnisse der Leute ein bisschen einzugehen. Ja. Was macht die Gastronomie nach wie vor attraktiv zum Arbeiten? Es ist sicher der Kundenkontakt. Es ist sicher sehr abwechslungsreich. Kein Tag ist wie der andere. Man muss einfach Menschen gerne haben. Man muss gerne flexible Arbeitszeiten haben. Und Kundenkontakt, glaube ich, an erster Stelle. Ja. Wir haben vorher kurz die Schliessung angesprochen, um genau das Szenario zu verhindern. Hat es kantonale Beiträge gegeben während der Pandemie, die auch genutzt worden sind in der Gastronomie? Hat Ihr Betrieb, der Leute jetzt grosszeitig genug Unterstützung bekommen? Ja, wie fühlt man sich, wenn vom Staat plötzlich der Betrieb zutaviert wird? Das ist so eine, ja, man will gerne arbeiten, aber man kann nicht mehr. Schlussendlich war es fast eine Erleichterung, hat man zutaviert, weil wir so viele Massnahmen hatten, irgendwie noch bis um 7 Uhr offen und nur noch mit so und so viel Abstand ist drin, hat man fast nicht mehr rentabel arbeiten. Und dann die pandemiebedingte AV-Beiträge natürlich, wo jetzt in Frage stehen, wieder einen Teil zum Zurückzahlen, der aber noch in einem offenen Verfahren ist. Nach der Pandemie ist schon der Krieg in der Ukraine gekommen. Es hat Lieferengpässe gegeben, Inflation. Man hat das Gefühl, die nächste Krise steht schon vor der Tür. Wie kann man den Betrieb krisenresistenter machen? Das ist eine sehr komplexe Frage. Aber einfach den Kundenkontakt sicher weiterhin pflegen, Stammgäste pflegen, auch Attraktivität am Arbeitsplatz bieten für die Arbeitnehmer. So ein bisschen in die Richtung einfach, ja. Wir haben jetzt über viele schwierige Aspekte von Ihrem Beruf und Ihrer Branche geredet. Was macht es denn für Sie aus und was macht Spass daran, Wirtin zu sein hier im Luzerner Hinterland? Es ist eine sehr spannende und herausfordernde Tätigkeit. Es ist sehr abwechslungsreich, also wirklich kein Tag ist wie der andere. Was sehr wichtig ist, ist jetzt, dass wir als Team oder als Familie zusammen agieren. Weil allein schafft man es unmöglich. Man muss wirklich ein ganz gutes Umfeld um sich herum haben, sei es jetzt Mitarbeiter, sei es Freunde, Familie, Gäste, die auch zu Freunden werden. Einfach das Ganze. Und Sie haben sich das Umfeld aufbauen können? Also. Ja. Absolut, mit meinem Mann zusammen, absolut, ja. Das ist doch schön, so ein positives Schlusswort zu einem doch schwierigen Thema. Herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute für die Zukunft, Sandra Zettel. Danke auch vielmals, merci. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war es vom WB-Gespräch, einem Monatsinterview vom Mai. Ich freue mich, wenn Sie nächsten Monat wieder zuschauen und wünsche eine gute Zeit.
Das Webgespräch von Willi Sauer Bot ist Ihnen präsentiert worden von der Mobiliar Generalagentur Willi Sauer Entlebuch, der Raiffeisen Banken aus der Region, der GUT AG Gebäudetechnik und der Swiss Chrono AG in Menznau.